Ich begrüße euch mit dieser wunderbaren Melodie zurück zu Pokémon Schwarze Edition und vor allem zur letzten Folge in diesem Jahr. Wir haben heute den 31.12.2017 und das Jahr ist auch schon wieder so gut wie rum. In einigen Stunden, um genau zu sein, und beziehungsweise für euch ist es ja erst in einigen Stunden rum. Für mich sind es aber noch ein paar Tage. Und tauscht doch mal bitte mit Toka. Jetzt habe ich natürlich nicht nachgeguckt, wann. Ich gehe jeden einzelnen Tag meines Lebens laufen. Ich will nämlich einmal den Marathon von einhalb. Ja, das ist ja schön, wenn du den einen. Was? Weißt du, was Pythozide sind? Ich weiß es auch nicht genau, aber sie sind wohl der Grund, dass es im Weltraum so angenehm ist. Also. Na, endlich. Einmal noch ein paar Kämpfe machen. Damit sich unsere Pokémon natürlich auch noch im besten Fall sogar entwickeln. Nicht wahr, Ladin? So eine Entwicklung für dich wäre jetzt was Feines. Aber Hauptsache, das Vieh macht mich nicht eher down. Tränke, ich brauche unbedingt Tränke. Ja, Wechsel. Toka. Ich muss ja sagen, dieses Jahr ist wirklich schnell vergangen. Es sind viele tolle Sachen passiert und auch wiederum viele nicht so tolle Sachen. Nächstes Jahr hoffe ich natürlich, dass sehr, sehr viel Tolles passiert. Bin eigentlich auch guter Dinge, dass es passiert. Ja, was ist, was kann ich sagen, was ist bei mir in diesem Jahr eigentlich alles so passiert? Davon mal abgesehen, dass ich durch meine Zeitfirma quasi von einem Job in den nächsten geschickt worden bin, jetzt nachher zum Schluss des Jahres. Bei Nordex ging es nicht mehr weiter, beziehungsweise wurden erstmal alle Zeitarbeiter abgemeldet dort und wurden woanders hingeschickt und. Was sich natürlich jetzt auch mit dem nächsten Jahr ändern wird, da ich ganz woanders jetzt nämlich eingesetzt werde, dort auch jetzt quasi übernommen werde, dann nicht mehr in der Zeitfirma bin, sondern fest eingesetzt. Was natürlich auf einer Art gut ist, auf andererseits vermisse ich meine Zeit bei der Nordex sehr. Liebe Grüße, auch wenn ihr es nicht sehen werdet, liebe Grüße an dich, Jan, Grit, Frankie und alle anderen. Liebe Grüße. Ich weiß, sie werden diese Folge nicht sehen, oder im Allgemeinen, wenn sie die Videos nicht sehen, die ich hier mache, aber ich möchte sie einfach alle gegrüßt haben. Und Patrick, ich bin nicht zu Dings hingegangen, sorry. Aber ist auch nicht so wild. Meine Zeitfirma hat selber gesagt, wie ich jetzt letztens da war. Sollte es irgendwann nicht mehr klappen, ich kann jederzeit wiederkommen und so habe ich die Chance, wenigstens wieder bei euch zu landen.
Aber mal erstmal sehen, was die Zukunft jetzt bringt. Ich freue mich jedenfalls auf den 13. Januar jetzt. Wenn ich dich besuchen kann, Foxy. Muss schon sagen, in letzter Zeit erwähne ich ihn wirklich sehr. Wirklich oft. Aber er hat jetzt jedenfalls noch Besuch von seinem Tigerchen, sage ich jetzt mal. Und er ist wirklich süß. Er macht sich natürlich Sorgen, dass ich das so, dass ich ihn sehr vermissen will. Was natürlich in der kurzen Zeit, was wir jetzt schon in Second Life verbracht haben, auch kein Wunder ist. Aber wir schreiben ja auch oft miteinander und dergleichen. Durch das Ganze hier mit Pokémon, mit Subnautica, mit Dead Space habe ich ja immerhin ein bisschen Ablenkung. Auch wenn das nicht wirklich viel hilft. Aber es ist zumindest eine kleine Ablenkung, die ich habe. Aber ich quatsch schon wieder viel zu viel darüber. Und hier geht es ja immerhin um Pokémon. Aber was habt ihr euch denn so für nächstes Jahr als Ziel oder als Vorsatz genommen? Ich persönlich habe noch nicht mal richtig ein Ziel oder einen Vorsatz, noch nicht mal einen guten Vorsatz. Alter, wenn du jetzt nicht gleich aufhörst mit der scheiß Mundgewalt, ne? Alter, gehst du mir auf den Sack? Grottenblödes Viech, Alter. Erstmal sinkt die Initiative. War vielleicht ein Fehler. Aber ein Fehler, den ich machen musste. Mondschein. Stimmt, Mondschein war das gewesen. Na, egal. Alter, hör doch mal auf, dich ständig damit zu heilen, du blöde Tussi. Das ist etwas, was mich dann wieder komplett aufregt. Aber jetzt habe ich es dir gezeigt. Ich hab's dir gezeigt. Blöde Schule. Ich sag Tussi. Nein, das ist ja ein altes Schulkind, was es war. Egal. Nein! Ich wollte doch die Schwester ansprechen. Noch Mann. Ja. Nein! Es schläft ja. Aber es ist aufgewacht. Egal. Nein! Och nö! Alter, was habt ihr denn immer gegen meine Pokémon? Klingel. Ey, wir müssen unbedingt eure Dings auf Vordermann bringen, eure Werte. Vielen Dank, Schwester. Irgendwie habe ich ja nicht viel erreicht in dieser Folge, nicht? Hey, aber egal.
Wir werden uns jetzt auf den Weg machen, wieder nach Stratos City. Und werden uns schon mal dort die Arena angucken. Was uns da so Feines erwartet. Denn so wirklich weiß ich nicht mehr, was uns da erwartet. Aber wenigstens kann ich der Musik hier ein bisschen lauschen. Also welche meine Lieblingsmelodien aus dem Pokémon-Spiel nehmen müsste, ne? Ich könnte mich gar nicht entscheiden. Es gibt in jedem Spiel so schöne Orte mit schönen Melodien, die... Da kann ich mich einfach nicht entscheiden. Aber was die beiden Events angeht in dieser Stadt, ihr könnt ja gerne schreiben. Ob ihr... diese jetzt schon sehen wollt. Hey Sora, ich habe gerade Ati den Arenaleiter herausgefordert. Ati ist nicht umsonst Arenaleiter. Bevor er mir den Orden überreicht hat, hat er mir das Leben schwer gemacht. Naja, aber für jemanden wie mich sind Käfer-Pokémon kein Problem. Ich werde alle Arenaleiter der Einhallregion herausfordern und sie besiegen. Danach werde ich die Pokémon-Liga aufmischen und Champion sein. Und dann wird mich alle Welt als größten Trainer anerkennen. Erst dann werde ich mich wirklich lebendig fühlen. Ja klar, wie du meinst. Ey! Wie, was? Ach, du bist es! Du hast doch im ewigen Wald geholfen, nicht wahr? Und dein Name war... Ach ja, Sora! Du bist nicht zufällig auf dem Weg in die Arena. Entschuldige, aber könntest du noch einen Augenblick warten? Ich habe noch etwas zu erledigen. Es scheint, dass Team Plasma wieder aufgetaucht ist. Du kannst mich auch begleiten, wenn du willst. Ich gehe zum Prime Pier. Wäre ja auch zu einfach gewesen, gleich in die Arena zu laufen. Zum Prime Pier, Prime Pier, Prime Pier. Nope. Frag mich nicht, wo der ist. Hier entlang. Team Plasma. Die Halunken haben das Pokémon dieses Mädchens gebietet. Sora, was soll ich nur tun? Mein süßes Somnion. Team Plasma hat es einfach gestohlen. Ich hörte einen Hilfeschrei und nahm die Verfolgung der Gaune auf, aber diese Stadt ist einfach zu groß und inmitten des Menschengewühls habe ich sie dann leider aus den Augen verloren. Lila, du hast getan, was du konntest. Aber das ist doch unerhört. Man kann doch nicht den Leuten ihre Pokémon stehlen. Pokémon und Menschen gehören einfach zusammen. Wie sie sich gegenseitig ergänzen und einander helfen, ist wirklich das Größte. Oh, Lila. Genau. Und deshalb werden wir das Pokémon zurückholen. Stimmt's sogar? Aber sicher. Aber hier in Stratos City einen Menschen oder ein einzelnes Pokémon zu finden, ist wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Oder die Typen kommen einfach zu uns. Was zum Kuckuck hat denn der Arenaleiter hier verloren? Alles lief doch wie am Schnürchen und ich wollte bloß noch ein Pokémon stehen. Nun mache ich mich bis aus den Staub. Los, Sora. Die nach. Lila, du bleibst bei den Mädchen. Ja, allerdings werden wir das auch erst in der nächsten Folge machen. Ich bedanke mich
Ja, schön, dass wir einfach noch weiterkommen. Ich bedanke mich jedenfalls recht herzlich fürs Zuschauen. Oh, ich wünsche euch. Jetzt komme ich komplett durcheinander. Bin schon wieder ganz woanders. Ich bedanke mich jedenfalls recht herzlich fürs Zuschauen. Schaltet auch nächste Woche wieder ein zu Pokémon Schwarze Edition. Bis dahin allerdings, habt einen wunderschönen Tag. Einen guten Rutsch wünsche ich euch natürlich zu. Was rede ich da? Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Rutscht nicht zu weit. Vor allem rutscht nicht aus und brecht euch irgendwas. Seid vorsichtig und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.